Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Don't Starve Together mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo. Wieder Bäume fällen hier, alles kaputt da. Oh, H2O. Denk dran, du musst gleich... Feuer setzen, jawohl. Feuer setzen, ja. Ja, unser Plan ist es, die Goose mal anzugehen, die der Krian schon gesehen hat. Ich glaube, die war hier unten. So, wir werden aber definitiv nochmal einen kleinen Fight gegen einen Irren machen. Ein Incident in the Membrane Monster. Ich bin wieder bei 2.30, deswegen gehe ich mal da mal ein bisschen... Ah, ja, ich chill hier ganz entspannt. So. Von wo kommst du? Da kommst du. Und hier der Kampf Krian gegen Monster. Ja, ist das Monster. Wir sehen es kurz. Das hat Azu gebissen. Oh, es bäumt sich auf, aber Krian hat ihm volle Kanne mit den Tentakeln ins Gesicht gehauen. Oh, das Monster hat ihn erwischt. Ein kurzer Schlag. Er will für die Augen gehen. Ah, es hat ihn wieder erwischt. Es läuft scheinbar hinter uns lang. Ich sehe es natürlich nur temporär. Ah, da. Es ist angegriffen. Es ist auch nass. Da muss der Krian natürlich besonders aufpassen. Und der Angriff wieder. Und ah, er hat es zerschlagen und sammelt das Nightmare Fuel ein. Ja, das ist der Kampf. 1:0 für Krian. Das Monster hat den Kampf nicht überlebt. Das ist nun mal so das Problem bei Kämpfen auf Leben und Tod. Für den Verlierenden. So, jetzt sind wir bei 3 plus die 2, die wir haben, macht 5. So, und wo ist der Goose-Freund, sagst du hier? Oh, wir sollten mal ein bisschen mehr Holz rein. Ich hätte ihn hier gesehen. Oder vielleicht noch einen Ticken weiter unten. Ja, yes. Unten beim Touchstone. Ein bisschen südlicher ist es noch. Ah, beim Touchstone. Ja, es war da beim Touchstone, weil ich habe da die Sachen abgebaut und da links am Tümpel, da ist die Goose rumgelaufen. Ich meine, beim Touchstone wäre natürlich dann interessant, würden wir so etwas sehen wie... Eine Hellspar. Aber die Mod, ja. Ich könnte auch noch eine Zahnfalle basteln. Irgendwie habe ich noch einen Zahn einstellen. Ich glaube, die bringt halt nur nichts gegen die Bossviecher. Weil zumindest unser, ich glaube, der Dirklops war das oder der Beaver. Der Dachs, kein Beaver. Haben die ziemlich hart ignoriert, indem sie drüber gelaufen sind. Inside in the membrane. Also abgesehen von unseren Klamotten und dass ich den längeren Bart habe, sehen wir uns ja doch sehr ähnlich, Krian. Stimmt schon. Eine Karotte. So, müsste hier links eigentlich gleich dann so rumlaufen. Okay. Hier. Okay. Ja, da. Oh, ich spüre sie. Ich platziere da eine Falle. Das Problem ist, da unten sind halt auch Frösche. Das ist so ein bisschen nervig. Ja gut, wir können sie ja wegziehen. Ich platziere hier eine Falle. Okay, dann lasse ich hier mal meinen Rucksack liegen. Ich muss immer drauf ein bisschen aufachten, weil ich habe bald wieder einen Schattenkampf. Ja. Oberer Rucksack ist meine. Oh, hier liegt noch Night Fuel rum. Ja, nice. Komm her, du blöder Goose. Ich schieß mal mit dem Eisstuff auf sie, einfach um sie zu locken. Sie kommt. Ich hätte noch einen Blowdart. Ich weiß ja dummerweise nicht, wie ihr Angriffsmuster ist. Aktuelle Okay, sie schlägt zu. Ja, easy. Ah, aua. Ah, sie will mich. Jetzt will sie, glaube ich, dich. Ja, ich habe ihr 4 Schläge verpasst. Oh, ihr Damage ist aber auch nicht allzu kritisch tatsächlich. Ja, aber meine Ding ist bald kaputt. Oh, meine ist kaputt. Aber ich habe meine ist auch kaputt. Ich habe noch einen zweiten Tentakel Spike, das ist da gar kein Problem. Nein, ich meinte, meine Rüstung ist kaputt. Oh, ihr habt noch eine zweite dabei gehabt. Ich nicht. Mir ist meine scheiß Tentakel Spike rausgefallen, weil glitschig. Aua. Oh, shit. Ich brauche eine Rüstung. Ja, das wäre von Vorteil, Krian. Wenn nicht den Chester angreifen, Chester, komm, wir gehen. Guck mal, hier ist eine. Nein, hoffa. Jetzt hast du natürlich Krieg angefangen, Achtung. Wie viel braucht man für eine Rüstung? Wie viel? Holz? Na, warte, ich guck grad nach. Du brauchst 1. Und. Ne, warte, falsches Ding.
8. Ich kann dir geben, aber dann habe ich halt nichts mehr für ein Feuer. Ich hole unten gerade einen Baum. Okay. Also wenn du jetzt mir eine Rüstung machst, habe ich für Feuer habe ich. Jo. Oh, ich bin schon wieder im Kampfmodus hier. Muss ihm irgendwie die Rüstung geben. Danke. Bitte schön. Rechtzeitig! Oh, jetzt traust du dich nicht mehr. Meine nasse Waffe ist halt echt problematisch. Wir brauchen mehr Spikes oder bessere Waffen. Ich glaube, man kann sich auch nur so Schinken. Stimmt, eine Schinkenkeule. Oder? Die gibt's ja auch noch. Ja, und ich glaube, wir haben sogar Schinken da. Ich meine auch, dass wir Schinken da hätten. So. Oh. Ja, ich glaub, scheiße! Oh. Immer noch Krieg. Ich muss erstmal trocknen. Ah, da unten ist wieder Schatten, Mensch. Ich gebe dir mal das Holz. Hast du noch Holz für ein Feuer? Sonst gebe ich dir das Holz. Für ein Feuer soll es gerade noch so reichen, aber gibt's gerne her. Da. Dankeschön. Weil ich werde nämlich wieder verfolgt hier. Dann ist die Frage, ob wir kurz nochmal nach Hause sollen und zu Hause halt uns entsprechend einen Schinkenklopper machen. Schönen Schinkenknacke. Damit knacken wir das Vieh. Und ich kann auch mal kurz parallel, während du hier noch rumrennst, gucken. Settings. Da steht nichts von Mods drin. Server Commands. Oh wow, jetzt sind es zwei. Oh nein, es sind mehr. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Ah! Okay, der eine ist tot. Bin verrückt. Ja, das Yogi. Haben wir seit längerem klar? Ein süßes Kätzchen. Also, ich begebe mich jetzt mal auf den Heimweg. Willst du mich verarschen? Was denn? Du willst auf den Heimweg gehen, wenn ich hier verrückt bin, kein Holz machen kann und nichts machen kann? Ja, nee, alles gut, ich komme zurück. Alles nee, jetzt gehe ich mit. Jetzt gehe ich mit. Der haut einfach ab, nachdem ich ihm das Holz gegeben habe. Bringe ich halt ein Schattenmonster mit. Ja, das ist in Ordnung. Mir tut das ja nichts. Ui, das ist aber hässlich. Aber es ist auch nass, Krian. Ich glaube, es wird selber gerade verrückt, weil es nass ist. Oh, Nightmare Fuel. Ah, das sind zwei von denen. Die sind fieser als sonst. Ich habe auch mal drauf gehauen. Ja, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die sind jetzt unfair, die sind auf einmal schlimmer als vorher. Die anderen gingen noch, aber jetzt sind sie assi. Terrorbeak. Hilfe. Yogi. Ja, ne? Ich hab gedacht, ich helfe dir mal, aber war dumm. Hätte ich vielleicht eine Rüstung anziehen sollen, ne? Hilfe. Du hast dich mit den Kreaturen des Schattens angelegt. Jetzt bezahlst du dafür. Ich habe 14 HP, werde von zwei Schattenmonster und von mindestens zwei, wahrscheinlich eher sogar vier Fledermäusen gejagt. Ich würde dir helfen, aber ich bin halt ein Geist. Ja, dann beleb dich wieder. Es ist Vollmond, ne? Ja, es ist Vollmond. Toller Plan. Hat super geklappt. Ich weiß nicht, ob ich... Oh, wenn ich ein bisschen Abstand zu den Dingern habe und ich kann den Dinghut aufziehen... Den Sanity Hut. Oh, ich höre übrigens auch Sounds. Ja. Ja, keine. Oh, der war knapp. Ich bin wiedergeboren in einer Nacht, das Vollmond ist. Aber es soll ja kein Problem sein, der Sound. Wir haben ja jetzt ein Feld voller Fallen. Ich versuche jetzt einfach nur wegzurennen.
Ich mein, dummerweise, ich habe noch 4 HP, also ein Hit und ich bin down. Und ich krieg aktuell auch keinen Ding. Oh, Hound. Ja, vor allem ist dabei auch ein Warklet. Und das sind vor allem noch Schneehounds, die friesen auch noch. Oh. Ich wurde gerade einmal gebissen, das tat weh. Ich habe noch 10 HP. Ja, keine Ahnung, wie man diese Dinge jetzt töten sollte. Urblätter sind schlimmere Schatten. Der ist ins Wasser gefallen. Oh, der Baum tötet gerade ein paar. Hier oben ist noch, noch Eis. Ja, habe ich auch gerade auf dem Laufweg gesehen. Ja. Natürlich sind jetzt die Bienen, die von den Hounds angegriffen werden, absolut der Meinung, hey, der Typ rennt hier auch lang, den muss ich angreifen. Nope, 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 nope. Super, was? Das bringt mir echt viel, dass wir uns jetzt auch vorbereitet haben, Amulette zu machen, aber dann trotzdem beide tot sind und damit wieder ein Booster verschwinden. Ich hasse das. Aber das Fallenfeld funktioniert relativ gut. Ich glaube, wir sollten die Amulette vorbereiten. Keine Ahnung, wie diese Dinger funktionieren. Ja, können wir gerne machen. Aber dann haben wir sie und ich werde jetzt einfach nicht mehr dauernd auf diese Nightflug-Kacke gehen, weil urplötzlich sind diese Teile viel stärker und ich habe keine Ahnung, wie man die besiegen soll. Oh, die haben hier auch einen kompletten Bienenkorb weggemacht. Danke für die Hilfe, Treeguard. So ein Treeguard ist schon ein mächtiger Verbündeter. Ja, Chester hat natürlich mal wieder nicht überlebt. Chester ist echt meistens der Leidtragende bei all diesen Dingen. Hast du alles aus dem Minenfeld schon aufgesammelt? Nee, deine Sachen gar nicht. Ich dachte, das macht mehr Sinn, wenn du die dir holst. So. Können hier aber mal kurz ein Feuerchen anschmeißen und dann da. Ah, ich habe ja noch. So. Machen wir uns dann. Erstes machen wir uns Brügler, oder? Ja. Schinkenklopper hier. Ich glaube, so ein Schinkenklopper ist eine geile Idee. Alter, wie schnell du es per Geschenk hier verrobst. Nice. Die nutze ich jetzt. Sieht man noch so gut. Wo sind die Roasted da? Während das brät, gucken wir auch mal, was es hier Schönes gab. Ein Geschenk! Ich habe einen unsichtbaren Pickfork bekommen. Benommen. So, wo ist denn unser Schinkenprügler? Da ist der Schinken. Ah ne, das ist die, nicht der Prügler. Das ist ja, der war Bait. Blödes Teil. So. Hat jemand ein, Es ist ein Elektroschocker. Ein Trailmix hat da jemand gemacht. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob der Hembett tatsächlich Schmerzen verursacht oder ob wir... So, wie war das hier mit dem Amulett? Ich habe auch noch ein Nightmare Fuel einstecken, das gebe ich dir mal kurz. Ja, wir haben aber kein Gold mehr, oder? Goldstatus schlecht, korrekt. Ja, wir brauchen Gold. Okay, das ist aber kein Problem. Also die Ente ist erstmal außen vor. Hat sie nochmal Glück gehabt. Hier oben sollte noch Gold sein. Den Diamanten lassen wir mal hier. Beziehungsweise den Blue Gem, ja, ist ja gar kein Diamant. Was zu essen wäre aber noch nice auf die Reise mitzunehmen.
So, das machen wir rein. So, den einen Zahn, den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Den können wir ja auch mal hier irgendwo reinstopfen. Knochen und Zähne. Da. Ich brauche definitiv eine neue Rüstung. Ja, meine ist auch schon wieder im Arsch. Ich hab keine Seile. So, wenn du genug Material hast, würde ich auch eine nehmen. Ich habe keine Seile. Okay, ich habe noch 2 Gras einstecken, also viele kriegen wir da auch nicht mehr hin. Muss ich erst Sachen holen gehen. Ich muss erst Seile sammeln, jo. Oder Gras sammeln. Haben wir noch einen Arsch? Oder 2 Ärsche, besser gesagt. Keine Ärsche. Wir haben definitiv noch welche. Ich habe 7 mitgebracht. Boiled Fish Morsel. Hoffentlich wird das dann zu Rot. So. Feuer. Ja, wäre eine Idee, ne? Burn! Das würde ich nicht. Wo sind jetzt die anderen vergammelten Schinken hin? Ich habe 2 hier. Gib mir die mal schnell. Bevor sie vergammeln. Weil die brauchen wir für den Hambett. Ja, Hand, verpiss dich jetzt mal, ist jetzt genug hier, ne? Also können wir ja ruhig mal in Ruhe. Oh, ist das dunkel? Da war, böses Geräusch. Danke. Ja, das habe ich auch gehört. Jetzt kommt eine dritte Hand und eine vierte, ist klar. Hoffentlich vergammelt der Hambett nicht. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, aber ja. So, dann tue ich die Schweineärsche aber mal wieder hier oben rein. Dann nehme ich den Hambett eher als den Spike. Kurz mal noch ein bisschen befeuern. So, Tag hell, was will man mehr? Ein bisschen Hells. Willst du auch einen Shot? Ja, bitte. Hast du einen Rod? Ein Rod sind oben in der Kiste. Ja, einer fehlt aber noch für den zweiten Shot. Nope. Dann behalte ich das Material mal einstecken und wenn wir entsprechend einen Rod finden, dann können wir einen Shot machen. So, was machen wir jetzt? Ich würde tatsächlich in den Nordosten aufbrechen. Da gibt es so ein Biom, wo auf jeden Fall Gold sein sollte. Ach ja, wir brauchen Gold für die Amulette. Für irgendwas wolltest du Gold haben. Und das, sag ich dir. Ja, ich gehe dann mit. Ich habe noch ein bisschen hier. Und wie gesagt, wenn du irgendwo einen Rod findest, dann kann ich dir einen Booster machen. Noch gerade das Essen hier dabei haben. Oh, Moment, mein Walking Cane liegt da noch irgendwo rum. Irgendwo liegt der Walking Cane. So, es könnte noch regnen. Das Hütchen brauche ich nicht. Ich nehme lieber das Hütchen. Ja. Das ist mein Walking Cane. Ich brauche noch die Dingenskirchen hier. Nordosten hast du gesagt. Ja, also oberhalb von der Graswüste.
Oh, Karotte. Oh, Gras sollte man natürlich auf dem Weg auch einsammeln. Einsammeln, nicht wegrennen. Biene, könnten Sie aufhören, mich stechen zu wollen? Danke. Ich habe gar keine Spitzhacke am Start. So, jetzt habe ich noch eine zweite Rüstung. Hier wäre auch noch mal ein Höhleneingang. Chester, du darfst mal den Hammer tragen. So, wo bist du denn jetzt dahin? Ich muss nach oben. Ja, hier gab es auch Meteorioteneinschläge. Chester, du kriegst auch das eine Gear. Hallo. Hallo. Chester, du kriegst auch das Material für die Shots. Ah! Moonrock. 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 Da ist normaler Stein mit Gold. Ein normaler Stein mit Gold. Hier oben rennt ein Treeguard rum, aber dem sollte uns nicht. Hier rennen sogar zwei Treeguards rum, okay. Aber gegen Steine kloppen haben die nichts, oder? Ich glaube, der Stein ist doch auch so der natürliche Feind des Holzes. Aber. Ob wir hier jetzt ein bisschen besser klarkommen und unsere Amulette herstellen können, das sehen wir in der nächsten Folge, weil dies ist vorbei. Bleibt gesund, hau rein und bye bye. Auf Wiedersehen.